Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wise, Son of Wome. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Drücke nach oben, um nach der Hinrichtung eines Gegners Bonusschaden zu verursachen. Machen wir es einfach mal. So. Richten wir den kurz hin. Zack. So. Jetzt beide auf einmal hinrichten, bitte. Da ist ja noch einer. So. Machen wir wieder auf Lebenspunkte das Ganze. Meine Schwester? Wo? Mach auf das Ding! Speicherpunkt. Och nee! Nein! Jetzt beginnt die Rache. Der Rachefeldzug. Der Familie. Helfen wir mal kurz, Betty. Ja, dieses Spiel. Es ist ein Traum. Wieso habe ich das vorher nie entdeckt? Der Bodenstampfer, der klassische. Und komm du auch nochmal her hier. Nächsten Rang freigeschaltet. Der große Rachefeldzug von Vater und Sohn. Einem nach dem anderen hier. Kann man auch drei hinrichten? Konnte ich leider nicht herausfinden. So, Zentorio-Treffer. So. Oh oh, jetzt geht's aber los. Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Tschüss. Geh schon mal vor. Schöne Nippelpiercing hat er. Ah, da kann doch nichts. Guck mal hier. Zack. Schild ins Gesicht. Und den Gladius in den Bauch. Hilft deinem Vater, okay. Tür auftreten. Was war das? Oder wer war das? Links oder rechts? Links oder rechts? Was ist denn jetzt? Dort liegt dein Schicksal. Das heißt aber nicht, dass mein Daddy da hingelaufen ist. Nur weil es mein Schicksal ist. Ich wäre an die andere Richtung gelaufen. Okay, vielleicht auch nicht. Aber jetzt.
So. Kann man sowas kaputt machen? Ja. Krieg ich ein bisschen Fokus? Vielleicht den Schild nehmen? Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Ich will den Schild haben. Okay. Neue Schriftrolle aufgesammelt. Kann ich hier rein? Nee. Man muss das jetzt ein bisschen erkunden, ne? Jetzt, wo man ein bisschen Zeit hat dafür. Okay, mal hier runter. Hier liegt ja eine oder andere Leiche. Vater! Vater! Also ja. Schönes Bild. Zack. Guck, guck. Jetzt hör auf auszuweichen. So, gehen wir auf den hier. Ich würde gerne mal ausprobieren, ob man auch drei hinrichten kann auf einmal. Erstmal kommt der Arm ab. Ach, schön. Komm, Papa. Ich beschütze dich. Hallo? Zack. Ich muss mich um meine Leute kümmern, Marius. Du musst Platius warnen. Im Amphitheater. Was ist das für die Kameraeinstellung jetzt? Wir beschützen deinen Vater. Geh! Ja, ich glaubt euch nicht. Also ihr tut bestimmt euer Bestes, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch mein Daddy stirbt. So, klettern wir hoch im Assassin's Creed Style. Hier rüber. Neuen Speicherpunkt. Machen wir das da kaputt? Sehr schön. Es wird zum Glück immer angezeigt, welche Taste man drücken muss. Hier haben wir nichts mehr. Gehen wir hier lang. Und hier runter. Latius! Drücke L zum Rennen. Oh oh. Drücke A, um aufzunehmen. Okay, drücke A. So. Da ist auch noch einer. Mit einer Präzision schmeiße ich hier die Speere. Jeder Wurf ein Treffer. Worauf wartest du noch? Dem Publikum wird langweilig. So, auch du kriegst einen ab. Treffe ich dich noch? Ja. Ich nehme noch ein paar mit. So. Alles gut, Leute. Alles ist gut. Nichts ist gut. So,
Drücke RB, um den Fokusmodus zu aktivieren. Er verlangsamt alle Gegner. Ah, das ist der Fokusmodus, okay. Yo, Alter. So, noch mehr? Ja. Ach ja? Das ist ja wie hier bei den Gladiatoren im Kolosseum. Noch mehr? Ja, natürlich. So. Ich versuche jetzt mal die Dreier in Richtung. Nur noch den hier, seinen Schild wegkriegen hier. Hat das geklappt? Nee. Nur zwei. So. Das war's, ja? Okay, Daddy. Okay, sie jagen uns. Huhu. Weg mit dir. Oh, das ist ein starker Gegner. Wie mit den Schilden und den Nippelpiercings. Man muss immer auf alle Gegner achten und schnell abblocken. Wir haben ein bisschen Leben wieder hier. Den Dicken nehmen wir auch mit. Wo gehen wir eigentlich hin? Wir können nicht dort entlang, Marius. Du musst zurück und die Brücke herab. Oh. Kann ich einfach einen gezielten Speer werfen, der das Seil kaputt macht? Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Schönes? Gar nichts. Ja! Mit Hilfe von Pila kannst du mit einer entfernten. Genau, das hatte ich vor. Ich versuch's. Ja, hallo. Ach so, ich muss mich schieben. Die Kameraführung ist hier und da noch ein bisschen merkwürdig. Hey, lass sie doch mal in Ruhe. Da versuchen die Barbaren hier so einen ausgebildeten Centurio zu töten. Oh, jetzt vielleicht?
Oh, jetzt haben wir die falsche Taste gedrückt. Okay. Maximale Hinrichtung wahrscheinlich nur 2. Ob man vielleicht auch später sogar seine Ausrüstung ändern kann oder verbessern kann oder so? Ja, hetz mich nicht. Vater, Vater. Verbesserungen sind eine Schlüssel. Ja, okay. Schauen wir uns einmal unsere Verbesserung an. 66.000 Ehre haben wir. So viel. Dann nehmen wir hier XP mit, ne? Auswählen mit Ehre kaufen. Fokus. Auch kein Fokus. Ja, erhöht die Inventarkapazität. Kann man schon mal machen. Zack. Nach 11 perfekten Treffern nehmen wir da auch mit. Noch ein bisschen Gesundheit. So. Nur noch 39.000 Punkte. Weiter geht's. Ja, und nimm dir mal ein paar Dinger in die Hand. Wieso kommen die jetzt auf mich zu? So. Achso, der wollte nicht. Dann eben so. Mein Gott, ich kann gar nicht so viel reden hier. Zack. Metzeln wir uns hier die Treppe runter. Die Hinrichtung sparen wir uns auch erstmal, bis wir Leben brauchen. Wo kommt der Deckel schon wieder her? So, nervt doch nicht. Nächsten. Wir wollen es aber auch wissen, ne? Ach, Mist, Mist. Na, komm mal her. So. Leute, wie viele hier sind. Noch ein Dicker. Diesmal nicht. Errungenschaft freigeschaltet, Scharfrichter. Okay, das war's. Endlich. Daddy, ich komme! Daddy! Ah, Überraschung!
Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es! Rette es vor ihnen. Wusste ich's doch. Ihr Schweine! Ihr Schweine! Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der zweiten, oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Geil, ich wurde befördert. Willkommen in der 14. Willkommen in der 14. Schloss ich meine Ausbildung ab und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien, diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs, die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Schicker Hut. Das sind aber einige Schiffe. Das war ich gar nicht. Das bin ich. Ah, die gute alte Kette im Wasser, weg kennt sie nicht. Das hat ja nicht so geklappt, glaube ich, wie geplant. Na, da geht alles den Bach runter. Okay, erreiche das Ufer. Machen wir in der nächsten Folge. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Es tut mir leid. Mir auch, aber nur, dass die Folge wieder so schnell beendet ist. Gefühlt zumindest. Dann lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein, ciao.